Heute Abend geht es um das Thema, die Herkunft des Antichristen, vornehmlich in seiner Person, auch in seinem Reich, aus Daniel Kapitel 8, Kapitel 10 und Kapitel 11. Kapitel 9 müssen wir nun mit Bewusstsein aussparen, da wir in Kapitel 9 erstens das gewaltige Bußgebet Daniels haben. Das wird uns morgen Abend sehr bewegen. Und weil wir dann diese wunderbare Darlegung von den 70 Jahrwochen haben. Sagte mal ein bekannter Verkündiger unserer Tage, in der Bibel gäbe es nicht das Wort Woche, beziehungsweise in der hebräischen Sprache. Und ich musste gleich an die 70 Jahrwochen denken. Shavuah ist die Woche, Shavuot, weibliches Plural, das sind die Wochen. Also das gibt es schon in der hebräischen Sprache. Nur diese Ausdrucksweise 70 Wochen, so steht es ja dann in Daniel 9, ab Vers 24, das macht vielen Kopfzerbrechen. Deswegen wollen wir morgen Abend die ganze Zeit nehmen, um diese Verse, soweit es uns möglich ist, zu betrachten. Und übermorgen, allerdings schon am Vormittag, wollen wir noch einmal auf Daniel 9 zurückgreifen und dann mit Daniel Kapitel 12 abschließen. Obwohl, wenn wir die Prophetie durchlesen, wir gehen jetzt von Kapitel 8 auf Kapitel 10, dann merken wir, 11 und 12 gehört eigentlich zusammen. So müssen wir also immer wieder unterbrechen und müssen nun versuchen, die zentralsten Worte herauszufinden. Frage: Wie kommen wir heute Abend, nach all dem Gehörten der letzten Abende, wie kommen wir heute Abend zu dem Thema, zu dem neunten Thema? Wir haben also schon 8 Themen zuvor gehört. Wie kommen wir zu dem Thema, die Herkunft des Antichristen nach Daniel 8? Wir können auch jetzt fortfahren nach Daniel 9, 10, 11, 12. Natürlich auch Daniel 7, natürlich auch Daniel 2. Ich darf noch einmal das hier ganz kurz andeuten. Sie sehen hier Daniel 2. Das hat uns gleich am Anfang bewegt. Diese gewaltige, menschliche Götzenfigur. Der vergottete Mensch, der sich im Bilde selbst anbetet. Nach außen eine gewaltige, prachtvolle Erscheinung. Aber nicht nur ein Mensch, dem 70 oder 80 Jahre gegönnt sind, sondern eine menschliche Herrschaft auf Erden, die mit dem babylonischen Reich beginnt und die nun unten an diesen Füßen mit dem römischen Reich endet. Wenn wir also diese Figur, ich wiederhole mich bewusst, für unsere Freunde, die neu dazugekommen sind, diese senkrechte Figur hier waagerecht hineinlegen, da beginnt also diese menschliche Herrschaft ohne Gott. Sie beginnt also um 600 vor Christus und sie endet mit dem Aufkommen, Auftreten und mit dem Gericht über den Antichristen. Eine ganz deutliche Aussage, unser Jesus Christus kommt wieder, das deutet dieser Strich an. Er richtet sein messianisches Friedensreich auf, nach Offenbarung 20, das steht 7-mal im Text, dauert es genau 1000 Jahre. Und hier ist dann die Zeit der Heiden zu Ende, also diese Götterfigur, vielleicht gelingt es mal einem tüchtigen Grafiker oder Zeichner, diese senkrechte Figur irgendwie so hintergrundartig hier noch hineinzumalen. Da haben Sie genau die gleiche Ausdrucksweise von Daniel Kapitel 2. Das ist also auch Herkunft des Antichristen. Der Mensch, der Übermensch, der Unmensch, der Boshafte, der Mensch der Sünde. Wir kennen all diese Stellen im Neuen Testament. Der Antichrist kommt nicht im luftleeren Raum, er kommt nicht aus China, Japan oder Indien, lange nicht aus Russland und schon überhaupt nicht aus Amerika. Vor Jahren konnte man in einem Heft lesen, dass wohl Jimmy Carter der Antichrist sei und sein Außenminister Henry Kissinger, das wäre wohl der falsche Prophet. Man muss manchmal über diese Dinge lachen. Franz Josef Strauß sollte auch der Antichrist sein. Der arme Mann ist auch schon 3 Jahre tot. Also was sich manche Politiker so anhören müssen, und das kommt dann aus unseren wertgeschätzten christlichen Kreisen. Also manchmal kann man bei aller Liebe nur den Kopf schütteln, ihr Lieben. Forschen wir nun in der Bibel, dann wird uns ganz genau sagen, wo kommt der Antichrist in der Endzeit her, in der Zeit,
in der wir immer hineingehen, immer mehr, immer stärker, immer deutlicher hineingehen aus diesen vier alten Weltreichen, die in Daniel 2 im äußeren Glanz gezeichnet werden, die aber in Daniel 7, das hat uns nun gestern und vorgestern bewegt, als gräuliche Raubtierungeheuer gezeigt werden, als finstere, für uns unsichtbare und doch so wirkliche Satansmächte, die unsichtbar hinter den Reichen und Weltenherrschern stehen, auch hinter Hitler und Stalin und Napoleon und Mussolini und Alexander dem Großen und Karl dem Großen und wie die Großen alle hießen, die groß waren, Menschen umzubringen. Im Französischen heißt das immer noch Bataille, das heißt, sie schlagen sich, aber im Deutschen heißt das Schlacht. Es wird geschlachtet. Die Menschen werden geschlachtet. In der Schule müssen wir dann die Schlachten auswendig lernen, was es da früher für große Schlachten gab. Die Welt ist ein Schlachthaus geworden und die großen Könige und Herrscher und Feldherren und Imperatoren, die nannte man die Großen. Das sind diese großen Raubtierdämonen, die hinter diesen Weltenherrschern und diesen Reichen stehen. Nun, ihr Lieben, wir haben uns also bis Kapitel 7 im Propheten Daniel vorgewagt und wollen nun, da wir schon vieles aus Kapitel 8 gehört haben, wollen nun im 8. Kapitel fortsetzen und nun das Eigentliche, diese Quintessenz herausnehmen, um was geht es in Kapitel 8. Wir würden jetzt vordergründig sagen, was wir längst gestern und vorgestern schon angedeutet haben. Es geht hier darum, dass im dritten Jahr des Königreiches des Belsazar, der Daniel, also Belsazar war der letzte babylonische König, damit war Babylon nach 70 Jahren zu Ende, am Ende dieser babylonischen Herrschaftsperiode sieht Daniel wieder ein Gesicht. Er hat ja schon Kapitel 7 gesagt, im ersten Jahr Belsazars, jetzt im dritten Jahr Belsazars ein weiteres Gesicht. Er ist im Schloss Susan im Lande Elam, also das gehört zwar zum großen persischen Reich, aber die Elamiter lebten mehr in der Gegend von Babylon. Und dann lesen wir, dass er diese beiden Tiergestalten sieht, die wir jetzt hier in keinem Plan eingezeichnet haben. Da müsste man hier noch eine Spalte dazwischen machen und Daniel 8 noch eintragen. Hier geht es um einen Widder, der irgendwo im Osten ist. Der Widder ist eindeutig Medo-Persien. Zwei Hörner, Medien und Persien, andeuten, das eine Horn stärker als das andere. Die Perser wurden stärker als die Meder, obwohl ja der Kyros eigentlich ein Meder war von Astyages, seinem Großvater, her. Und nun kommen die Perser in gewaltiger Übermacht. Da heißt es auch wieder der Große. Darius der Dritte, der Große. Wir wissen, wie die gelebt haben. Man muss nur mal den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus lesen oder Herodot, den griechischen Geschichtsschreiber, dann stehen uns die Haare zu Berge und wir können nachts nicht mehr schlafen, was das alles für Raubtiere, diese Könige und Kaiser gewesen sind mit ihren goldenen Häuptern und silbernen Brüsten und ihrem Herzen war ein tierisches Herz. So hörten wir schon in Kapitel 4, der Satan stand hinter ihnen. Nun sind also die Perser dargestellt, ich mache es jetzt ganz kurz, in diesem gewaltigen Widder. Widder ist ein männliches Schaf, ein Schafbock. Nun kommt, wir hörten es gestern von Erev, vom Abend von Europa. Erev ist das hebräische Wort für Abend. Da kommt ein Ziegenbock in Windeseile und vernichtet diesen Widder. Die Herrschaft von Alexander dem Großen beginnt. Griechenland wird Weltmacht, 333 vor Christus. Es beginnt und nun können wir alles aufzählen. Jetzt schauen wir uns mal die Säulenkapitelle an und jetzt schauen wir uns mal die Kunst an. Das ist hellenistische Periode. Es beginnt das weltweite Bekanntwerden des griechischen Theaters. Es beginnt das weltweite Verbreitetwerden der griechischen Sprache und die griechische Sprache hat unsere deutsche Sprache so durchdrungen, dass der einfachste Volksschüler so viele griechische Worte hat und er weiß das gar nicht. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es ja noch Gymnasien
wo man Lateinisch und Griechisch und so auch Hebräisch lernen konnte oder musste, humanistische Gymnasien, man dachte, man wäre in Griechenland. Was da an Homer und an Sophokles und all diesen Herrschaften gebaut werden musste. Ich traf mal in Israel einen sehr alten jüdischen Mann, der konnte das alles noch auswendig. Na, er war vor der Hitlerzeit, also als der Kaiser Wilhelm noch regierte, auf so einem humanistischen Gymnasium geworden. Und wenn er mit 18 oder 19 sein Abitur in der Tasche hatte, da hatte er diese alten Sprachen in der Tasche. Da konnte Griechisch, Latein und zum Teil Hebräisch vorwärts und rückwärts lesen. Und dann konnte irgendein entsprechendes Studium beginnen. Das ist heute auf den naturwissenschaftlichen Gymnasien nicht mehr so. Aber da sieht man, 333 vor Christus beginnt dieser Siegeszug dieses griechischen Geistes und geht durch diese ganze Figur durch, die wir jetzt mal hier waagerecht legen, durch die Jahrhunderte, natürlich durch Rom. Die Römer sprachen auch Griechisch, die vornehmen Römer. Als Cäsar von 23 Dolchstichen ermordet niedersank und er sah seinen Brutus, da sagt er zu ihm, Kai Sythegnon. Auch du, Kind, na, wir sagen immer, er hätte gesagt, auch du, mein Sohn Brutus, hat er gar nicht. Die sprachen untereinander Griechisch. Er sagte, Kai Sythegnon, auch du, Kind, die gebildeten Leute sprachen Griechisch, obwohl Lateinisch die Amtssprache war. Sogar die Fischer vom See Genezareth sprachen Griechisch und haben uns die Evangelien, Johannes, Petrus, sie haben uns das in griechischer Sprache gegeben. Nicht wie ein Lukas, ein gebildeter Arzt. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes. Oder der Apostel Paulus. Nein, die einfachen Leute sprachen Griechisch. Daniel 8 zeigt uns nun also hier diese silberne Brust, wo diese Edelorgane da drin sitzen, die die ganze Funktion dieses menschlichen Leibes bestimmen, beherrschen, regulieren, instandhalte mit allem, was da in unserer Brust drin sitzt, mit Herz und Lunge und Leber und Magen und Därme und alles, was da sein mag. Ja, das ist Griechenland. Und das geht durch die Jahrhunderte. Wir müssen sagen, in der Rückschau, das sind ja schon mindestens 2300 Jahre. Es gibt Schriftausleger, die meinen, wenn hier geschrieben steht, bis das 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Vers 14. Interessant. Wir schauen also zurück auf 2300 Jahre. Runde Jahre, ja? Das Wort erscheint interessanterweise in Vers 14 bis 2300 Abend und Morgen um sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Interessante Zahl, nicht? Seit 2300 Jahren sind wir, was Europa ist, vom griechischen Geist durchdrungen bis zum geht nicht mehr. Wenn Sie mal Schriften von Hölderlin in die Hand bekommen, du liebe Zeit, was hat der Mann griechisch geschrieben? Über jedem deutschen Gedicht oder jeder Abhandlung hat er gleich einen griechischen Titel stehen. Da sieht man, wie uns das durchdrungen hat, ohne dass wir das richtig so wahrgenommen haben. Kapitel 8 zeigt jetzt den Siegeszug von Alexander dem Großen. Wir hörten schon gestern Abend das gewaltige Horn, mit dem nun dieser starke Ziegenbock Griechenland, wie nun dieser Ziegenbock den persischen Widder vernichtet hat, bricht das gewaltige Horn ab. Nach 10 Jahren stirbt Alexander der Große in Babylon. Er ist auf ganz seltsame, mysteriöse Weise umgekommen. Manche meinen, er wäre vergiftet worden. Die rätseln da noch immer rum, wie kann dieser junge Kerl so plötzlich sterben, der so viele Kriege und Strapazen mitgemacht hat. Und nun kommen seine 4 Freunde und Generäle, das sind diese 4 Köpfe von dem griechischen Leoparden, das hörten wir gestern schon, in Daniel Kapitel 7. Interessanterweise gehört ja Griechenland auch zur NATO, militärisch. Und die Südflanke der NATO hat den Ziegenbock als militärisches Abzeichen. Interessant, nicht? Wir müssen sich mal diese Dinge besorgen, auch von den Vereinigten Staaten von Europa, wie wir durchdrungen sind von all diesen Dingen. Der Ziegenbock aus Daniel 8 ist heute das Wappen dieser Südflanke der sogenannten NATO,
da unten in Griechenland. Nun, ihr Lieben, wir wissen, um was es jetzt geht in Kapitel 8. Es geht um die Auseinandersetzung, dass jetzt Griechenland, also Griechenland, wieder Persien besiegt Babylon und vereinnahmt es. Griechenland besiegt Medo-Persien und vereinnahmt Medo-Persien und Babylon. Die Römer bringen ein Diadochenreich von diesen vieren nach dem anderen zum Fallen. Und das Römische Reich wird 31 vor Christus Weltmacht und schluckt Griechenland, Medo-Persien und Babylon. Es ist und bleibt also immer eine Einheit, diese menschliche Herrschaft. Und darum lesen wir in Offenbarung 13, was wir gestern so ausführlich hörten, Vers 1 und 2, dass das antichristliche Weltreich als Untier, als Bestie bezeichnet wird. Bête heißt es im Französischen. Das ist also ein wildes, ein Untier. Dieses Tier wird immer bezeichnet, das haben wir jetzt hier auf der linken Seite stehen, mit dem Maul eines Löwen, mit den Füßen eines Bären, mit der Gestalt eines Leoparden und mit den 10 Hörnern des gräulichen Tieres. Warum? Na, erstens sind diese Reiche zwar hintereinander gekommen, Löwe, Bär, Leopard, eisernes Tier, aber in Wirklichkeit sind sie doch immer zusammen gewesen, denn ein Reich hat das andere verschluckt, wie bei dem menschlichen Körper, Kopf und Brust und Lenden und Beine völlig ineinander übergehen und miteinander verbunden sind. Jetzt sehen Sie hier, wie diese Reiche alle kommen, eine nach dem anderen. Es bleibt also eine Einheit bis am Ende der Tage. Hier steht der Antichrist und der falsche Prophet, besonders Offenbarung 13, die Beschreibung, bis das alles in einem ganz neu wieder aufersteht, obwohl es schon immer da war. Nur dieses Wort in Daniel, in Offenbarung 17, was wir gestern und vorgestern hörten, dass da ist das Tier und das nicht mehr ist das Tier und das wiederkommen wird aus dem Abgrund das Tier, das ist diese Epoche. Es ist da zur Zeit, als die Offenbarung von Johannes empfangen wurde, war das Römische Reich noch da. Es ist noch da das Tier, es ist dann nicht mehr so da das Tier und dann ist das Tier doch wieder da im Antichristen und kommt aus dem Abgrund. Wir sehen hier, wie dieser Plan uns hilft. Hier sehen Sie diese kompakte Macht dieser Reiche. Dann sehen Sie hier, wo die langen Beine jetzt hingehören. Da tut sich also sehr wenig von dieser Macht dieser Reiche, obwohl sie da sind. Westrum ist da das eine Bein, Ostrum ist da. Das geht aber so dünn hier durch, wo Israel in der Zerstreuung ist. Und plötzlich am Ende kommt alles auf einmal wieder. Wir müssen also jetzt Offenbarung 17, 8 äußerste Beachtung schenken. Das Tier war, das Tier ist nicht mehr, das Tier ist wieder da und wuchs oder kam aus dem Abgrund hervor. So, ihr Lieben, damit machen wir mit der einleitenden Übersicht über die Grundaussage von Daniel 8 Schluss. Wir enden damit und sagen bitte, Griechenland besiegt Medo-Persien. Nur äußerlich politisch, wissen Sie, in Wirklichkeit geht das vom Kopf zur Brust, zur Lenden, zu den Beinen weiter. In Wirklichkeit geht das vom Löwen zum Bären, zum Leoparden, zum gräulichen Tier. Das greift das eine in das andere, es geht immer weiter. Nur das äußere Erscheinungsbild ist ein bisschen anders, nicht wahr? Die Brust sieht anders aus als der Kopf und die Lenden sehen anders aus als die Brust und die Beine sehen noch anders aus als die Lenden. Aber in Wirklichkeit ist das ein Götzenkerl, der hier steht, wo dahinter der Teufel ist. Der Löwe sieht ein bisschen anders aus, der Bär, beides Raubtiere. Löwe und Bär sehen anders aus wie der Leopard, alle drei Raubtiere. Das gräuliche Tier mit den 10 Hörnern sieht noch anders aus, ist genau dasselbe Raubtier. Die Dämonie bleibt immer dahinter stehen, immer. Nun, ihr Lieben, die Wende in Kapitel 8 kommt jetzt im Vers 9 bis 11. Und aus einem Horn, einem der 4 Hörner also, wuchs ein kleines Horn. Das wurde sehr groß gegen Mittag, das ist der Süden, besonders Ägypten gemeint, gegen Morgen, das ist der ganze Orient, der Osten gemeint, und gegen das Werteland, gegen das Prachtland, das ist Israel. Weiter. Es wuchs bis an das Himmelsheer und warf etliche davon und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Halt,
Jetzt müssen wir mal stillhalten. Hier geht die Prophetie tiefer in den Hintergrund, der hinter diesem Weltreich stehenden Satansmächten. Warum? Na, vordergründig politisch hören wir andauernd Namen von Herrschern, Königen, Fürsten, Feldherren und Namen von Reichen, die kommen und gehen. Stimmt. Das lernen auch die ungläubigen Leute in der Geschichte. Die meisten Geschichtsprofessoren oder Herren Direktoren oder Lehrer, das sind ja ungläubige Leute gewesen, ist ja klar. Da kann man aber in der Schule das lernen, die pauken den Kindern das ein, 3-3-3 am Isserskalerei und dann geht's los. Das wissen die auch im Kopf, aber mehr wissen die nicht. Jetzt führt die Heilige Schrift uns, die Gläubigen, die wir, das steht am Ende von Daniel 12, Verstand darüber bekommen werden. Nun führt uns die Heilige Schrift tiefer und sagt, es geht nicht nur, Vers 9, gegen Mittag, gegen Morgen, gegen äußerlich das werte Land, diese kleinen lächerlichen 20.850 Quadratkilometer, so groß wie das deutsche Bundesland Hessen. 20.850 Quadratkilometer. Was für ein lächerliches Fleckchen Erde ist doch das werte heilige Land, das Prachtland, wie es wörtlich heißt. Nein, es geht tiefer. Vers 10 und 11, und nun merken wir, hier geht die Prophetie von Daniel 8 genau in die Offenbarung hinein. Und wir haben hier eine Ausdrucksweise, man möchte fast sagen, als ob, das stimmt zwar nicht, aber ich sage das so, als ob Johannes auf der Insel Patmos neben sich den Propheten Daniel hätte liegen haben, als er die Offenbarung niederschrieb. Der Heilige Geist hat den Daniel runde 600 Jahre vor Johannes genauso inspiriert wie 600 Jahre nach Daniel den Johannes auf der Insel Patmos. Was steht hier? Und es wuchs bis an des Himmels Heer, interessante Ausdrucksweise, warf etliche davon und von den Sternen auf die Erde und zertrat sie. Na, ihr Lieben, jetzt wollen wir mal gerade in das Buch der Offenbarung gehen. Darf ich wiederholen? Die Offenbarung atmet den Propheten Daniel. Atmet die Offenbarung auch Daniel 8 und ob? Wir lesen in Offenbarung Kapitel 12. Und es erschien, Vers 3 und 4. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Na, wir wissen inzwischen, das ist das Urbild. Der Teufel steht hinter allem. Beim Antichrist auch 7 Häupter und 10 Hörner. Bei den 4 Weltreichen auch 7 Häupter und 10 Hörner. Und hier haben sie das Urbild. Der Drache, der Satanas, die alte Schlange. 7 Häupter, 10 Hörner. Auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und jetzt kommt's. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Und warf sie auf die Erde. Wo steht's? Daniel 8, Vers 10. Daniel Kapitel 8, Vers 10. Sehen Sie mal, wie sich jetzt die Prophetie gleicht. Wir brauchen eigentlich nur Vergleiche ziehen. Wir könnten uns jetzt eine Synopse machen und könnten jetzt, ich habe das mal zu Hause von jemandem bekommen, das sind besondere Umstände gewesen, hat jemand, ich weiß nicht, ein ganzes Buch der Bibel abgeschrieben. Wenn wir das auseinandergerollt hätten, das wäre länger als dieser Raum gewesen. Alles mit der Hand geschrieben. Ich habe gedacht, wenn man doch mal jemanden finden würde, der jetzt den Propheten Daniel so an der Tapete von oben nach unten schreibt und jetzt die Offenbarung daneben. Dass man nur vergleichen darf, wo steht was. Also steht Daniel 8, Vers 10 eigentlich in der Offenbarung Kapitel 12. Ja, was steht denn hier? Dieses Horn, das muss der Antichrist sein. Wir hören ja noch von diesem Antiochos Epiphanes, wir haben von ihm gehört, der die Schweine in Jerusalem auf dem Altar geopfert hat, der den Groll der Verwüstung angerichtet hat. Aber das ist mehr als dieser syrische König, der ungefähr 10 Jahre regiert hat. Nicht mal. 175 bis 164 vor Christus, dann war der ganze Spuk mit ihm vorbei, nach knapp 10 Jahren. Da muss mir gemeint sein, denn hier steht, er wuchs bis an das Himmels her, warf etliche von das Himmels her und warf von den Sternen zur Erde und zertrat sie.
Hier merken wir, hier geht es um den Antichristen selbst. Dass also die Prophetie erstmal auf diesen gräulichen König Antiochus Epiphanes geht, der aus diesen vier Köpfen des griechischen Leoparden kommt. Das dauert natürlich auch wieder 150 Jahre. 333 wird Griechenland Weltmacht, 323 stirbt Alexander, 312 haben sich diese vier Dynastien, dieses griechischen Leoparden, haben sich in vier Königreiche zerteilt. Sie kämpfen gegeneinander, aber ihre Herrschaft ist fest. Jetzt gehen wir von 312 zurück auf 212. Tja, und jetzt können wir ganz schnell ausrechnen. Zurück auf 175. Tja, wie viele Jahre sind das? Das sind nicht mal 150 Jahre. Jetzt sieht die Prophetie über den Antiochus Epiphanes, also runde 150 Jahre weiter, und darüber hinaus noch einmal über 2000 Jahre weiter. Auf wen? Na, in das Buch der Offenbarung hinein. Wo der Antichrist, ja hier steht es, er wächst bis an das Himmelsheer. Der Antichrist ist ja eigentlich eine Menschwerdung vom Teufel, eine Inkarnation des Satans. Der kommt ja eigentlich von diesem Satan, der vor Gott mitten in des Himmelsheer ist und den Hiob verklagt. Das kennen Sie doch. Die Söhne Gottes traten vor den Hiob. Und da kam der Satan auch unter ihnen. Und dann lesen wir einmal, des Himmelsheer trat vor den Herrn und der Geist trat unter sie. 1. Könige 22. Die Geschichte mit dem Propheten Micha und den 400 Hofpropheten des Ahab. Also ist das eine biblische Ausdrucksweise, 1. Könige 22, sicher. Hiob 1 und 2, da ist doch klar. Da sehen Sie, dass der Satan nach Luther-Übersetzung in Epheser Kapitel 6 unter dem Himmel herrscht, in der Luft. Richtig und doch falsch. Der Satan hat sogar Zutritt in der unsichtbaren Welt bis zum Throne Gottes und verklagt die Brüder Tag und Nacht. Sie aber haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist uns unerklärlich, aber es ist so. Deswegen kann auch hier diese Ausdrucksweise so verstanden werden, dass hier der Satan oder der Antichrist über die Prophetie des syrischen König Antiochus Epiphanes hinaus, dass das bis in den Himmel geht. Vers 11, ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres. Halt, halt. Wer ist der Fürst des Heeres? Schnell, schnell. Josua Kapitel 5. Ganz schnell bitte, Josua Kapitel 5. Wer ist der Fürst des Heeres? Josua Kapitel 5, Vers 13. Josua Kapitel 5, Vers 13. Und es begab sich, da Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und wurde gewahr, dass ein Mann ihm gegenüberstand und hat ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging hin zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du uns an oder unseren Feinden? Er aber sprach, nein, weder dir noch euren Feinden, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Da fällt Josua nieder und betet an. Das ist kein Engel. Engel werden nie angebetet und nehmen nie Anbetung entgegen. Das ist eine Christophanie im Alten Testament. Der Fürst über das Heer des Herrn ist niemand anders als unser Herr und Heiland Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Vor seiner Menschwerdung. Der Fürst über das Heer des Herrn wird dann der Fürst aus Davids Hause. Wohlverstanden, in seine Menschheit. Und dann wird der Fürst aus Davids Hause in Offenbarung 19, wenn er wiederkommt und auf seinem Haupte sind viele Kronen und viele Diademe, er wird der König aller Könige und der Herr aller Herrschaften. Luther übersetzt, der Herr aller Herren. Nun, ihr Lieben, das ist jetzt Daniel Kapitel 8. Hier merken wir, es geht in diesem Kampf gegen den Herrn, also es wuchs bis an den Fürsten des Heeres, das heißt, der Satan kämpft im Antichristen gegen den wiederkommenden Fürsten und König aller Könige. Tja, und das lesen wir auch in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung
Kapitel 19, Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan und sie ein weißes Pferd und ihn darauf saß. Der ist treu und wahrhaftig, er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Jetzt wird unser Heiland beschrieben. Augen wie Feuerflammen, auf sein Haupt viele Kronen, hat er einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Er war mit Blut besprengt. Jesaja 63, der Kältertreter, kommt aus Edom. Sein Kleid war mit Blut besprengt. Sein Name heißt das Wort Gottes. Johannes 1, am Anfang war das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und ihm folgte nahe das Heer im Himmel, auf weißen Pferden, seine Heiligen, seine Gemeinde, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er die Heiden schlüge. So steht es auch in Offenbarung 1. So wird der Herr dort beschrieben in seiner Herrlichkeit. Er wird sie regieren mit eisernem Stabe, steht geschrieben in Psalm 2. Er tritt die Kälte des Weines des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, steht Jesaja 63. Steht Offenbarung Kapitel 14. Er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleide und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige, ein Herr aller Herren. Er kommt wieder und Vers 19. Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier, der Antichrist, und die Könige auf Erden. Erstens mal die 10 Könige, die 10 Hörner, alle anderen Unterkönige mit ihm. Und ihre Heere versammelt. Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. Der Antichrist zieht mit seinen besessenen Heerestruppen dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus entgegen. Das ist die letzte Schlacht, die Endschlacht um Jerusalem, die wahrscheinlich bei Megiddo beginnt, die Schlacht bei Hamagedon. Im Umkreis von 1600 Stadien steht das Blut der Schlagenden den Pferden bis an das Zaumzeug. Offenbarung Kapitel 14, Vers 20 nachzulesen. Der Sohn Gottes tritt die Kälte des Zornes Gottes wo? Draußen vor der Stadt. Vor welcher Stadt? Na, vor Jerusalem. Da draußen stand einmal das Kreuz von Golgatha. Genau da draußen tritt er die Kälte des grimmigen Zornes Gottes. Offenbarung 14, Vers 19 und 20. Und das Blut in dieser Kältertreterei ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Stadien. Und übersetzt 600 Feldwegs. Ein Stadion hatte bei den Griechen 185 Meter, bei den Römern 192 Meter. Nehmen wir das römische Stadion an, mal 1600, das sind 307 Kilometer im Durchmesser. Oben Megiddo, Offenbarung 16, Vers 12 bis 16, im Osten, der kommt von Edom, Jesaja 63, und dann geht's nach Süden, am Mittelmeer ist dann Schluss. Im Umkreis, wenn man den Zirkel in Jerusalem setzt und setzt den einen Schenkel nach Megiddo, dann zieht man so diesen Kreis, 150 und 150 Durchmesser, da steht das Blut der Schlagenden draußen vor der Stadt Jerusalem. Warum? Weil das Blut, das draußen vor der Stadt Jerusalem auf Golgatha geflossen ist, weil sie diese Gnade und dieses Blut nicht annehmen wollen. Jetzt ersaufen sie in ihrem eigenen Blut. Wer die Gnade nicht will, bekommt das Gericht. Das könnte man ja schnell ausrechnen, wie viele Millionen und Abermillionen sind mit dem Antichristen gezogen gegen den wiederkommenden Herrn. Wie es in Daniel 8, Vers 11 heißt, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres. Da sehen Sie, hier muss der Antichrist gemeint sein. Das kann niemals ein König gewesen sein. Kein Alexander und kein Antiochus der Vierte, Epiphanes genannt, nein. Hier ist kein irdischer König gemeint, hier sind die Satansmächte gemeint, die dahinter stehen. Und damit verbunden, jetzt sind wir wieder mitten in Israel. Er nimmt weg das tägliche Opfer, er verwüstet die Wohnung seines Heiligtums. Jetzt sind wir wieder in Matthäus Kapitel 24, damit haben wir ja vor Tagen den Propheten Daniel eröffnet. Matthäus Kapitel 24, wenn ihr nun sehen werdet den Groll der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an heiliger Stätte, wer das liest, der merke drauf.
Ja, das steht in Daniel 9, Vers 26 und 27. Gräuel der Verwüstung. Daniel 9. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Das Volk eines Fürsten wird kommen, die Stadt und das Heiligtum zerstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut, und bis zum Ende des Streites wird es wüst bleiben. Und er wird vielen den Bund stärken eine Woche lang, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Bei den Flügeln der Cherubim über dem Gnadenthron im Allerheiligsten, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Das ist Daniel 9, 27. Das ist Matthäus 24, Vers 15. Das ist Daniel Kapitel 8, Vers 11. Hier geht's genau in die antichristliche Zeit hinein. Vers 12. Es wird ihm aber solche Macht gegeben werden, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge, und was er tat, muss ihm gelingen. Also, diese Macht zu zerstören, wir wissen ja dann aus dem 2. Thessalonicher Brief, mit diesem Groll der Verwüstung beim täglichen Opfer, bei den Flügeln, setzt sich der Antichrist in Person in den Tempel, lässt sich als Gott anbeten, und Israel wird das einzige Volk sein, das ihn nicht anbeten wird. Die Juden haben noch nie einen Menschen angebetet, werden auch nie den Menschen Antichristen anbeten, auch nicht den Übermenschen Antichristen anbeten. Und dieser Übermensch Antichrist müsste ja mindestens dem äußeren Fleische nach, obwohl er innerlich eine dämonische Zeugung ist, er müsste ja eigentlich aus dem Volke Israel kommen, denn die Juden werden keinen annehmen, der nicht aus ihrem Volke kam. Also kommt Irenäus auf die Idee zu schreiben, wahrscheinlich kommt der Antichrist aus dem Stamme Dan. Denn Dan wird nach 1. Mose 49, Vers 17 eine Schlange, die den Reiter in die Ferse beißt, dass der Reiter rücklings vom Pferd fällt. Kommt uns so bekannt vor. Jesaja 28, 13, dass sie rücklings fallen, die da sagen, Zafla, Zaf, Kafla, Kaf. Erinnert so an das Zungenreden. Es ist heute in den großen charismatischen, mir fallen die alle auf den Rücken. Ich habe das mal in Jerusalem gesehen, entsetzlich. Da müssen nur Helfer laufen, nach denen sich die Köpfe nicht zerschlagen. Die werden auf einmal ganz starr, verdrehen ihr Gesicht und weg sind sie. Das soll dann die Fülle des Geistes sein. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Das sind dämonische Machtwirkungen, dass Menschen auf den Rücken fallen. Wer Gott anbetet, fällt auf sein Angesicht. Sogar der Mohammedaner fällt auf sein Angesicht. Ja, der dazu Allah betet. Wo wir glauben, dass es nicht Gott sein kann. Ich habe das diese Woche schon gesagt. Ihr Lieben, das muss uns doch ganz klar sein, um was es hier geht, bei dem auf dem Rücken fallen. Nun, wir kommen zurück zum Text. Irenäus meint, der Reiter fällt rücklings, das ist dämonische Machtwirkung, die Schlange ist da. Also, Dan wird nicht genannt in Offenbarung 7, bei den 12 mal 12.000, die versiegelt werden, könnte der Antichrist aus dem Stamme Dan kommen, könnte. Fragen Sie mal heute die frommen Juden, wo kommt denn euer Messias her? Wo? Aus dem Stamme Juda. Woher denn sonst? Sehen Sie, jetzt kommen sie schon wieder in Schleudern. Jetzt kommen sie schon wieder in Schleudern. Die frommen Juden, das sind die Gefährlichen. Die Masse des Volkes ist es ungefährlich. Die tun einem leid. Die leben in den Tag hinein. Die essen, trinken, schlafen, arbeiten, rauchen, machen Urlaub. Wie bei uns die Weltmenschen auch. Die Frommen sind die Gefährlichen. Die werden doch nie einen Messias annehmen. Erstens, der nicht aus ihrem Volk kommt. Zweitens, der nicht aus dem Königstamm Juda kommt. Der wird natürlich Weltenherrscher zu gleicher Zeit sein. Wie es berühmte Jude nach dem Fleische gab, die gleichzeitig ungeheuren Einfluss unter den Weltvölkern hatten. Wenn wir nur denken, dass es einen Juden gab, dessen Vorfahren hießen mit dem schönen biblischen Namen Mardochai. Jetzt kommt dieser Friedrich der Große, der sagt, in meinem Reich können sie alle nach ihrer Fassung selig werden. Und dann sagt er, die Juden werden gleichberechtigt, klar. Aber die müssen einen bürgerlichen Namen annehmen. Kann man einfach nicht mehr sagen, da ist der Mose und da ist der Aaron und da ist der. Nö, das geht nicht. Na ja, ist doch ganz einfach. Das
sagen die Vorfahren von diesem Herrn, wir heißen Mardochai, dann heißt er plötzlich Marx. Und das kleine Söhnchen, das in Trier geboren wird, das heißt Karl. Tja, Karl Marx. Ja, ein Drittel der Menschheit glaubt an diese kommunistischen Ideologien. Tja, blutsmäßig war das ein Jude. Natürlich waren die konvertiert zum Christentum. Denn Heinrich Heine schrieb damals, dass Entrebillet zum, dass man öffentlich was werden kann in Europa zum Christentum, das ist die Taufe. Man tritt einfach äußerlich über und bleibt innerlich, was man ist. Ja, lieben Karl Marx war blutsmäßig Jude und, ach, wie ist der Mensch angehimmelt worden, wenn man nur an die vielen Bilder denkt und Statuen, die im Augenblick gestürzt werden, nicht? Aber die letzten 70 Jahre, das war ja unheimlich. Nun können wir an viele große Männer denken. Denken Sie an Albert Einstein, der große Atomphysiker. Denken Sie an Walter Rathenau, der berühmte preußische Minister, der 1922 ermordet wurde. Denken Sie an Sigmund Freud. Was hat der Mann mit seiner ganzen Psychoanalyse für verheerende Wirkung gehabt bis in unsere heutigen Zeit hinein? Das sind alles blutsmäßig Juden gewesen und sind unter den Weltvölkern richtig gefeiert worden. Tja, so wird es auch beim Antichristen sein. Kein Problem. Blutsmäßig Jude. Äußerlich beherrscht er die ganze Welt und hinter ihm steht der Teufel in Person. Anders können Sie das nicht erklären. Sehen Sie mal, gestern Abend wurde ich gefragt, ist denn so etwas möglich, dass der Antichrist eine Fleischwerdung, eine Menschwerdung des Teufels ist? Das Fremdwort heißt Inkarnation. Das heißt Fleischwerdung ins Fleisch kommen. Wir müssen sagen, ja. Ich habe hier in unserem Antichristheft auf Seite 61 eine Gegenüberstellung. 25 Gegenüberstellungen. Ich glaube, ich hatte gestern gesagt 35, das ist natürlich, habe ich mich versprochen. 25 Gegenüberstellungen zwischen dem Herrn Jesus Christus, dem wahren Messias, und dem Antichristen. Wir können diese Gegenüberstellungen jetzt nicht alle durchlesen, das ist unmöglich. Das erlaubt die Zeit nicht. Aber wenn wir jetzt mal der Reihe nach gehen würden, wie unser Heiland Jesus Christus beschrieben wird, wie er alle Vollmacht und Herrlichkeit vom Vater bekommt, von Gott dem Vater, so ähnlich wie es da drüben auf der kleinen Tafel steht, so bekommt der Antichrist alle teuflische Vollmacht vom Satan. Ganz kurz. Jesus Christ hat alle Vollmacht vom Vater, der Antichrist vom Teufel. Der Heiland kommt von oben, der Antichrist von unten. Der Herr Jesus Christus wird vom Heiligen Geist gezeugt, der Antichrist wird durch dämonische Kräfte gezeugt. Der Jesus Christus ist eine Fleischwerdung Gottes, der Antichrist ist eine Fleischwerdung des Teufels. Der Jesus verherrlicht den Vater, der Antichrist verherrlicht den Teufel. Der Jesus vollendet das Werk der Lösung, der Antichrist vollendet das Werk der Vernichtung, auf Erden natürlich. Der Jesus tut viele Zeichen und Wunder, um den Vater zu verherrlichen. Der Antichrist tut viele Zeichen und Wunder, um den Teufel groß zu machen. Der Heiland führt die Menschen zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Antichrist verführt die verlorenen Menschen zur Ungerechtigkeit, zum Teufel. Der Heiland und erlöst und errettet die Menschen auf Erden. Der Antichrist reißt die Menschen ins Verderben. Wenn Sie das mal einander gegenüberstellen, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig zu sagen. Der Jesus ist vom Heiligen Geist geboren, ist eine Fleischwerdung Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 16. Pündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Und genauso wird es beim Antichrist sein, weil der Satan im Antichristen das Erlösungswerk und die Person Jesu nachäffen will, in dämonischer Weise, um die Menschen zu verderben. Wenn nun geschrieben steht, bevor der Antichrist kommt, sind wieder die Zeiten Noahs, so wissen wir, dass in den Zeiten Noahs die Göttersöhne zu den Menschentöchtern kamen. Also ist das die Zeit gewesen, wo diese Ungeheuer, Riesen, Tyrannen, im Hebräischen heißt es Nephilim, auf dieser Erde waren. Wo die Göttersagen der alten Völker voll sind von Göttersöhnen, die zu Menschentöchtern kamen und es wurden Halbgötter gezeugt und geboren. Ja, so wird es auch beim Antichristen sein. So müssen wir also sagen, dieser Prototyp
in Daniel 8, das ist erstmal Antiochus Epiphanes. Aber darüber hinaus geht zum Antichristen. Ganz einfach. Der Herr Jesus Christus hat im Alten Testament eine Person, die in seinem Leben so hervorstechen, in den Verfolgungszeiten und allem, den Herrn Jesus Christus vorschattet, David. Oder Josef. Denken Sie nur an das Leben Josefs. Wir haben vorne 5 Kassetten Josef Jesus. Aber so ein Vergleich, bis auf das Wort genau, hat Josef das vorher erlebt. Auch David, was sich später in dem Herrn Jesus Christus erfüllt hat, das ist die Prophetie im positiven Sinne zum Herrn Jesus, zu Gott, und im negativen Sinne, na, zu diesem Antiochus, zum Antichristen, zum Teufel. Genauso wird gesagt, in der Bibel steht nicht, dass der Teufel ein Lichtesengel ist. Nein, steht nicht. Steht nur geschrieben in Jesaja 14 und in Ezekiel 28, da will irgendein König zu Babel bis in den Himmel steigen, und da ist ein König zu Tyrus, der wäre ein feuriger Cherub und würde unter feurigen Steinen wandeln. So ein König von Tyrus hat es noch nie auf Erden gegeben, und auch keinen König von Babel, der in den Himmel steigen wollte. Der König von Babel und der König von Tyrus ist ein Sinnbild auf den Teufel hin. Wie im Alten Testament Josef und David ein Sinnbild auf den Herrn Jesus hin waren. Das sind zwei Prophetien, die gehen in zwei verschiedene Richtungen. Aber geheuer hier, dass dieses Horn kann nur der Antichrist in seiner Person und in seiner Machtfülle gewesen sein. Er schlägt die Wahrheit zu Boden, Vers 12. Er nimmt das tägliche Opfer weg um der Sünde willen. Und nun geht es in Vers 13 um die Frage, wie lange dauert diese Verwüstung? Und jetzt, ihr lieben Geschwister, holen wir uns bei Dr. Martin Luther Rat, wie sollen wir den 14. Vers auslegen, bis das 2300 Abende und Morgen um sind. Luther sagt, die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, ich lüfte meinen Hut vor ihnen und gehe an ihnen vorüber und warte, bis ich eines Tages die Erkenntnis bekomme. Was glauben Sie, was über diese Bibelstellen schon geschrieben worden ist? Was da schon ausgerechnet worden ist über die Wiederkunft Jesu? Ich habe bisher keine befriedigende Auslegung gefunden. Es ist völlig müßig, das alles jetzt aufzuzählen, einander gegenüberzustellen. Als 1967 Jerusalem zurückerobert wurde, las ich einen ganz faszinierenden Artikel. Da stand, diese 2300 Abende und Morgen sind im Jahre 1967 erfüllt. Warum? 1967 weniger 2300, kommen wir in das Jahr 333 vor Christus. Stimmt. 1967 und 333 ist 2300. Einmal Minus, einmal Plus, einmal vor, einmal nach Christus. Tja, aber es stimmt doch nicht ganz hier überein mit diesem Wort, dass das Heiligtum wieder geweiht wird. Also gehen wir mit Luther, den Hut lüften daran vorüber. Aber eins wissen wir. In Israel tut man alles, damit der Tempel wieder gebaut wird. Und es könnte sein, was wir in diesen Tagen gar nicht beachtet oder besprechen konnten aus Zeitmangel, wenn der Gog von Magog mit seinen Heeresmassen in Israel einfällt. Da gibt es ein furchtbares Erdbeben, Luftbeben und Seebeben. Es könnte sein, dass der Omar und Aksamoschee und alle anderen christlichen mohammedanischen Götzentempel zerstört werden und verschwinden. Und sofort bauen die Juden ihren Tempel. Ich habe früher immer gesagt, wenn das so käme und unsere Theologie stimmen würde, wir sagen das in aller Bescheidenheit, weil wir da etwas vorsichtig sind, das könnte auch anders sein, da habe ich immer gesagt, dann müssten die Juden sofort das blutige Opfer bringen, auf dem Berg Moria, wo 1000 Jahre von Salomo bis Christus die blutigen Opfer gebracht wurden, wo Abraham bereit war, Isaak zu opfern, wo etwas nördlich von diesem Tempelplatz auf dem Berge Moria das Richthaus des Pilatus war,
wo der Heiland gegeißelt wurde, sein Blut in Strömen floss und wo noch mal etwas nördlicher der Hügel Golgatha ist. Und jetzt hören wir in Israel, erstens sagte man, man wird das wohl in Schweden züchten, längst überholt. Am Karmel, am Berge Karmel in Nordisrael gibt es einen Kibbutz. Dort wird die berühmte rote Kuh gezüchtet, aus 4. Mose 19. Die rote Kuh wird geschlachtet. Sie wird zur Asche verbrannt. Das wird mit einem Sprengwasser vermischt. Und das ist, so war es im Alten Testament, ein Sprengwasser zur Reinigung. Erstens der Priester, dass die überhaupt auf den Tempelplatz gehen können. Zweiten des ganzen Tempelplatzes, der seit 70 nach Christus, hier steht 70 nach Christus, von den Römern zerstört wurde. Drittens, wenn die Priester und der ganze Tempelplatz damit gereinigt und geheiligt ist, werden die Priester den Tempel bauen und niemand anders. Ja, da liegen Steine in Persien, in Amerika. In Amerika gibt es den gleichen Sandstein wie Jerusalem. Ach Leute, hört auf. Die Juden bauen ihren Tempel mit dem Kalkstein aus dem Berge Moria. Und das sehen wir heute bei den Ausgrabungen an der Klagemauer. Wie sie die Steine aus dem Berge Moria herausgemeißelt haben und haben sie sofort in den Tempelbau verbaut. Und nur die Priester werden bauen und niemand anders. Soweit ist man heute schon. Man züchtet diese rote Kuh, dass, wenn es soweit ist, man das Sühnewasser machen kann. Die Priester müssen gereinigt werden, die Kohanim, die sind alle da. Die haben ein Geschlechtsregister zurück, bis auf Aaron, 3500 Jahre. Ist Wahrheit. Auch das Haus David ist da. Sind Nachkommen Davids, die wohnen in Netanja, Mittelmeer. Die haben eine Möglichkeit über das babylonische Judentum. Das babylonische Judentum ist um 1240 herum vernichtet worden durch die Mongolen. Und vorher waren Juden nach Spanien da und die haben alle Geschlechtsregister, die überhaupt noch gerettet werden konnte, mitgenommen. Und nun wussten die, woher wohl jeder Stamm kam. Denn die babylonischen Juden hatten das Geschlechtsregister zurück, die Priester bis auf Aaron. Und die überlebt haben, die haben das zurück bis auf Aaron. Wenn wir heute in Israel sind, das ist mir leider nur einmal passiert, man bekommt einen Blick dafür, das ist ein Araber und das ist ein Israelit. Habe ich doch einen verschämt gefragt, ob er ein arabischer Israeli wäre. Der war beleidigt. Ich komme aus dem Irak. Oh, Verzeihung. Aus dem Irak? Aus Babylon, ja? Aus Babylon, aus dem Irak. Moment, ich hatte gerade hier die Liste liegen. Wie viel 1000 Juden aus dem Irak gekommen sind? 115.000 Juden sind 1950 aus dem Irak gekommen. Trotz dem Massaker der Mongolen im 12. und 13. Jahrhundert haben so viele überlebt. Dort war ein berühmter Gelehrter, der ist Barbanel. Der hat all die Geschlechtsregister gerettet, vervielfältigt. Und jetzt mussten die Jungs auswendig lernen. Jeder muss wissen, aus welchem Stamm kommen. Und die, die es genau wissen, das sind die Kohanim, die Priester. Tja, ihr Lieben, das Heiligtum wird gebaut werden, der Tempel wird gebaut werden. Ich kann jetzt nicht stundenlang über den Tempelbau sprechen, obwohl wir in den vielen Reisen so viel erlebt haben, dass wir stundenlang darüber sprechen können. Aber wenn wir jetzt nach Daniel Kapitel 8 zurückkehren, da steht, bis das Heiligtum wieder geweiht wird. Das kommt. Natürlich wird die Herrlichkeit des Herrn nicht in den Tempel ziehen, sondern der Antichrist wird sie erstmal hineinsetzen. Jetzt weiter. In Daniel Kapitel 8, und da ich Daniel solch Gesicht sah, hätte ich gern verstanden, sieh, da stand vor mir wie ein Mann. Und nun kommt Gabriel, der vor Gott steht. Wir haben nur Gabriel und Michael als Engel namentlich in der Bibel genannt. In den Apokryphen steht noch ein Raphael. Und Johann Wolfgang von Goethe lässt in seinem Faust diese drei Engel aufmarschieren. Ja, der Goethe wusste, was in der Bibel stand. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engel Stärke, wenn keiner sie ergründen mag, und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Das wusste Goethe, aber wie? Und dann lässt er diese drei Erzengel in Schauspielern dargestellt ihren Sermon heruntersagen. Aber die Bibel kennt nur zwei. Nur den Gabriel und nur den Michael. Mehr nicht. Alles andere ist Phantasterei. Jetzt kommt dieser Michael und nun soll der Michael dem Daniel dieses Gesicht auslegen, derselbe Michael, der Johannes den Täufer angekündigt hat, derselbe Gabriel, der Johannes den Täufer angekündigt hat, und derselbe Gabriel, der der Jungfrau Maria in Nazareth ankündigte, dass der Sohn Gottes geboren werden sollte. Und nun kommt hier dieses berühmte Wort, wo wir den Schlüssel haben, Vers 17, merke, du Menschenkind. Der Engel Gabriel sagt zu Daniel, merke, du Menschenkind, dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes. Na bitte, ist doch nicht nur Antiochos Epiphanes und Griechenland und Rom und vier Köpfe von dem gräulichen Raubtier und Hörner und alles, was da beschrieben wird, das ist Endzeit. Gehört in die Zeit des Endes weiter. Vers 19, siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des letzten Zorns. Das ist ja die Offenbarung. Das ist ja Offenbarung 16. Damit ist vollendet der Zorn Gottes. Bitte. Zur Zeit des letzten Zorns, denn das Ende hat seine bestimmte Zeit. Das Ende? Ja, ihr Lieben, hier ist das Ende. Hier wird der Zorn Gottes offenbar. Christus kommt wieder, tritt die Gelder des Zornes Gottes, bringt den Antichristen um mit dem Haupt seines Mundes. Seine Heeresmassen werden vernichtet, dass das Blut der Schlagenden 300 Kilometer im Durchmesser steht. So hoch, wie die Pferde ihr Zaumzeug haben. Das ist Daniel Kapitel 8, in die Zeit des Endes. Hier fängt es an, Babel mit der Persien, Griechenland, Rom. Hier geht es weiter durch die Geschichte und hier hört es auf mit dem Antichristen, der aus diesen vier Weltreichen kommt. In die Zeit des Endes. Nun, es wird noch einmal wiederholt. 2021. Widder, Könige von Medien und Persien. 21. Ziegenbock, König von Griechenland. Der erste König. 22. An seiner Stadt kommen vier Könige. Ach, das haben wir schon gehört. Das sind die vier Köpfe hier. Bei dem griechischen Leoparden aus Daniel 7. Und nun merken wir, jetzt geht es immer wieder erst um den Antiochus, der aus dem einen Kopf des griechischen Leoparden kommt, aber letzten Endes geht es um den Antichristen selbst. Vers 23. In der letzten Zeit ihres Königreiches, wenn die Übertreter überhand nehmen, welche? Na, die aus Israel. Israel hat doch so viele Übertreter. Israel bricht doch den Bund Gottes und lässt sich mit diesen Syrern und Griechen ein. Ob sie es glauben oder nicht, ihr Lieben, der Abfall in Israel war so groß, dass die erstens Schweinefleisch aßen, dass sie den Sabbat nicht mehr heiligten, dass sie die Knaben nicht mehr beschneiden ließen. Das, weil die Griechen, Gymnos heißt nackt, Gymnasium, die Nacktanstalt, dass die Griechen immer im unbekleideten Zustand ihre Sportspiele vollführten. Warum? Weil sie den Sport als eine heilige Weihe ihres nackten Leibes an die Götter sahen. Und was passiert in Jerusalem in der Zeit bei Antiochos Epiphanes? Die Priester, die im Tempel dienen sollten, laufen als unbekleidete Wettkämpfer in der Rennbahn. Können Sie sowas mal vorstellen? Und da steht jetzt Mattathias mit seinen fünf Söhnen auf an der Spitze, Judas Makkabäus. Die Übertreter sind aus Israel, die nehmen überhand. Das müssten Sie mal lesen bei Josephus oder auch in den Makkabäerbüchern nachzulesen. Und jetzt kommt ein frecher und tückischer König. Klar, hier ist dieser Antiochus. Aber wir werden gleich merken, das muss ja im Neuen Testament der Antichrist sein. Mächtig, doch nicht durch seine Kraft. Aha, Vers 24. Mächtig, doch nicht durch seine Kraft. Hier steht der Teufel selber dahinter. Gräulich verwüsten. Es wird ihm gelingen, er wird die Starken genauso verstören wie das heilige Volk. Das ist der Kampf in der Makkabäerzeit. Wie viele Israeliten sind da umgekommen? Ich sagte schon, der Priester Mattathias mit allen seinen fünf Söhnen ist in diesem Kampf umgekommen. Jetzt weiter 25, seine Klugheit
Betrug, Herz erheben, mitten im Frieden viele verderben. Jetzt kommt's wieder, 25, auflehnen wieder den Fürsten aller Fürsten. Ja, das ist doch mehr als Antiochus Epiphanes, das ist doch der Antichrist, der kommt. Aber er wird ohne Hand zerbrochen werden. Warum ohne Hand? Steht doch 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Der Antichrist wird durch den Hauch des wiederkommenden Herrn Jesus Christus getötet werden. Ohne Hand. Wer tötet den Antichristen? Der Hauch des Mundes Jesu. Das scharfe, zweischneidige Schwert. Das Gesicht vom Abend und vom Morgen. Also dieser Antiochus ist auch ohne Hand zerbrochen worden. 164 nach vor Christus ist er eine ganz plötzliche, unnatürliche Krankheit gestorben. Im Neuen Testament, der Antichrist wird ohne Hand zerbrochen werden. Christus bringt ihn um durch den Hauch seines Mundes. Das Gesicht von Abend und Morgen, das dir gesagt ist, ist wahr. Aber du sollst das Gesicht heimlich halten. Mein lieber Dr. Martin Luther, du hast recht. Das ist eine heimliche Schublade, Verschluss, heimlich. Hier geht es sehr sekret zu. Geheime Verschlusssache. Wir gehen erstmal vorüber, denn es ist noch eine lange Zeit dahin. Nur gut, dass das hier steht. Hier fängt Griechenland an, 333 vor Christus. Jetzt kommen wir in das Jahr 164 vor Christus, wo dieser Antiochus umkommt, ohne Menschenhand. Und dann ist noch eine lange Zeit, noch über 2000 Jahre, von uns aus rückwärts gesehen, bis dass der Antichrist auftreten wird. Also erst wird mal diese Zahl heimlich gehalten. Wenn es soweit ist, werden wir es wissen. Es ist eine lange Zeit dahin. Dieser arme Daniel, der liegt jetzt krank und schwach da nieder. Er versucht, das Königs Geschäfte zu tun. Niemand ist da, der ihm das auslegt. Und nun überspringen wir Kapitel 9. Im ersten Jahr Darius, nicht des Medes aus Kapitel 6. Hier ist ein anderer Darius gemeint. Das ist der Sohn des Ahasverus. Hier steht aus der Meder Stamm, der über das Königreich der Chaldea König war. Aber das ist zweierlei. Das steht zwar aus der Meder Stamm, das kann ich im Augenblick nicht deuten, das ist mir entfallen. Jetzt geht's weiter in diesem ersten Jahr seines Königreiches, merkte ich Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hat durch den Propheten Jeremia, dass 70 Jahre wüst liegen sollen. 70 Jahre sind vorüber. Jetzt kommt das Bußgebet. Jetzt kommt die Darlegung, Vers 2, Daniel 9, 70 Jahre, Vers 24, 70 Wochen. Daniel 9, 2, 70 Jahre, Daniel 9, 24, 70 Jahrwochen. Das ist die Erklärung. Da brauchen wir morgen Abend die ganze Bibelstunde dazu. Und nun geht's weiter, Kapitel 10. Im dritten Jahr des Königs Kores aus Persien. Moment, wir wollen mal gleich gucken, was das ist für das dritte Jahr. Kores ist König geworden 536, Kambyses war sein Nachfolger 529, dann kam Darius der Erste, dann kam Xerxes, dann kam Artaxerxes, Darius der Zweite, dann kam Arxaxerxes der Zweite, der Dritte, dann kam Arsas, dann kam Darius der Dritte. Da war 200 Jahre persische Herrschaft vorbei. Wenn der also jetzt 636 an die Regierung kam. Manche meinen, er wäre schon 39, 38 an die Regierung gekommen. Kommen wir ungefähr in das Jahr, 500. Hier kommen wir ungefähr in das Jahr 535, 34, um diese Dreh. Wo jetzt der Daniel diese Offenbarung empfängt. Ein Mann von weit über 70, weit über 80 Jahren. Er isst keine leckere Speise, er trinkt kein Wein, er ist 3 Wochen lang, bis sie um sind. Er salbt sich nicht. Ist interessant, wir haben ja in Daniel Kapitel 7 dieses Gebet, dass er vor Gott ringt. Und nun haben wir hier in Kapitel 10 eine Erklärung dieser 3 Wochen, wo er gebetet, gerungen hat, am 24. Tage des ersten Monats, war ich bei dem großen Wasser Hiddekel, das ist der Tigris. Tigris und Euphrat. Der Euphrat heißt Frat und Hiddekel ist eben der Tigris. Der erste Monat ist immer der Nisan oder Bib, das ist der Passamonat. Da hob er seine Augen auf
und sieht etwas. Ich persönlich glaube, je länger, je mehr ich die Bibel lese, niemand anders als den Sohn Gottes in einer verhüllten Herrlichkeit im Alten Testament. Es glauben viele, es wäre ein Engel. Ich habe anfangs auch immer gemeint, es wäre ein Engel. Aber schauen Sie mal, was hier geschrieben steht. Eine Leinwand, goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Ansehen wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz und seine Rede wie ein großes Getön. Das ist ja Offenbarung 1. So wird unser Herr in Offenbarung 1 beschrieben. Genauso. Das muss der Jesus sein, in einer Christuserscheinung, in einer Christophanie, so lautet das theologische Fremdwort, im Alten Testament. Und nun wird es interessant. Der Daniel allein sieht es, so wie bei Paulus bei seiner Bekehrung. Die Männer, die mit ihm waren, verkriechen sich. Auch bei Paulus war es so ähnlich. Und nun bleibt er allein. Es ist keine Kraft, er wird ohnmächtig und so weiter und so fort. Er richtet sich auf und nun kommt die Antwort. Vers 12. Fürchte dich nicht, Daniel, von dem ersten Tag an, da du von Herzen begehrtest zu verstehen, hast dich kasteist vor deinem Gott. Sind deine Worte erhört? Gewiss auch das Gebet aus Daniel 9. Jetzt kommt's aber. Aber der Fürst des Königreiches im Perserland hat mir 21 Tage widerstanden. Jetzt wird's interessant. Und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten einer, kam mir zu Hilfe, da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. Michael wird später genannt, Vers 21, und es ist keiner, der mir hilft, wider jene, denn euer Fürst Michael. Oder Kapitel 12, Vers 1, zur selben Zeit wird der große Fürst Michael sich aufmachen, der für die Kinder deines Volkes streitet. Na, das Volk von Daniel sind die Kinder Israel. Michael, der Erzengel, so steht es im Judasbrief, ist der besondere Lichtes- und Schutzengel, der für Israel streitet. Gabriel ist der Engel, der vor Gott steht. Daniel Kapitel 10, er sieht Daniel 5 und 6, Vers 10. Daniel 10, Vers 5 und 6, er sieht diesen Mann in der Leinwand mit dem goldenen Gürtel. Leib wie Türkis, Angesicht wie Blitz. Das ist kein Engel. Das ist der Jesus Christus selbst. Hat denn der Jesus Christus selbst gegen den Fürsten von Perserland gekämpft, der ihm 21 Tage widerstanden hat? Wir müssen sagen, ja, warum? Wir würden jetzt oberflächlich sagen, ja, der Jesus Christus kann doch mit dem Hauch seines Mundes den Fürsten von Perserland vernichten. Wenn wir jetzt mal nach der Reihenfolge gehen, hinter dem babylonischen Löwenhaupt steht der Fürst von Babylon, ist unser Oberdämon. Hinter dem Fürst von dem Bären von Medo-Persien steht auch so ein Oberdämon. Und jetzt kommen die vier Köpfe der griechischen Diadochenreiche, sind auch vier Oberdämonen. So, dieser Fürst von Perserland, der hinter diesem grollichen Bär steht, Bär ist ja nur eine symbolische Umschreibung dieser dämonischen Raubtiermächte. Dieser Fürst hat dem Sohn Gottes 21 Tage in der unsichtbaren Welt widerstanden. Michael kommt ihm zur Hilfe, Vers 13, und er behält den Sieg bei den Königen in Persien. Doch nicht diesen kleinen Erdenwürmern da, die 1,70 Meter oder 80 Meter groß sind. Ich weiß nicht, wie groß die Könige von Persien waren. Doch nicht diese kleinen Menschlein. Der Sohn Gottes konnte sie wegfegen mit dem Hauch seines Mundes. Der Sohn Gottes konnte auch diesen Dämonenfürsten, der als Fürst von Perserland bezeichnet wird, hinwegfegen. Er tut es aber nicht. Warum nicht? Tja, ihr Lieben, hätte es tun können, aber da wären wir nie erlöst worden. Der Jesus Christus hätte den Satan und sein ganzes dämonisches Heer in den feurigen Pfuhl werfen können, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Tja, für den Teufel, aber nicht für uns. Wie wären wir denn frei geworden von der in uns wohnenden Sünde, von der Verhaftung unter die Obrigkeit der Finsternis, von dem Vater, der ein Lügner und Mörder ist von Anfang an, wie unser Heiland Johannes 8, 44. Wie wären wir denn frei geworden? Überhaupt nicht. Sehen Sie mal, der Heiland musste doch Mensch werden,
um in seinem Menschsein mit seinen angenagelten Füßen dem Satan den Kopf zu zertreten, damit wir Menschen frei würden. Den Satan in sich als solchen zu besiegen, ist für Gott eine Kleinigkeit. Aber was würde mit uns? Was würde mit uns? Er musste doch den Satan für uns besiegen, nicht für sich. Er hatte keine Sünde. Es kommt der Fürst dieser Welt und findet nichts an mir. So sagt der Heiland in der Abschiedsrede im Johannesevangelium. Nein, er hat den Satan für uns besiegt. Und deswegen kämpft er hier 21 Tage, widersteht 21 Tage dieser Fürst von Perserland, dem Sohne Gottes. Oh ja. Denken wir nur mal an die Versuchungsgeschichte. Da kommt der Versucher nach 40 Tagen Fasten und Beten in der Wüste und sagt, mach die Steine zu Brot, lass sie die Tempelzinne runter, bete, fall nieder und bete mich an. So eine Frechheit, nicht? Wie kann der Satan so dem Sohne Gottes gegenübertreten? Er kann. Gott lässt es zu. Warum? Es ist das Geheimnis Gottes. Gott lässt das Böse böse sein. Das heißt einmal Offenbarung 11, dass das Geheimnis Gottes vollendet würde. Manche meinen, Offenbarung 11 wäre die Entrückung der Gemeinde, das wäre das Geheimnis. Das glaube ich nicht. Natürlich ist die Gemeinde auch ein Geheimnis. Die Entrückung ist auch ein Geheimnis. Aber der Antichrist ist das Geheimnis der Bosheit. Erklären Sie mir das mal. Wieso ist der Antichrist das Geheimnis der Bosheit? Wieso? Gott lässt das Böse auf dieser Erde böse sein. Erklären Sie mir das. Das ist die Anklage der ungläubigen Welt. Warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott den Teufel Teufel sein? Warum? Ja, ganz einfach. Der Jesus Christus muss erst kommen, um dem Satan am Kreuz auf Golgatha den Kopf zu zertreten. Und wir Menschen, die wir uns um einen Jesus Christus bekehren, werden automatisch frei von der Obrigkeit der Finsternis und werden täglich erlöst in unserer Hingabe an den Herrn von allen Finsternismächten, Sünden, Sündengebundenheiten. Wir hätten es heute aus dem Galaterbrief, Ehebruch, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, alles was da geschrieben steht, davon werden wir frei. Das ist die Erlösung durch sein Blut. Gott lässt also den Teufel böse sein, damit wir Menschen uns zu Christus bekehren und den Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha vollbracht, gegen den Teufel auswirken. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf diese Schlangen und Skorpione, auf diese Gewalt des Feindes. Lukas 10, Vers 19. Ist doch ganz einfach. Gott will, dass wir mit Siegende sind, gegen den besiegten Feind, den Teufel. Ist doch ganz einfach. Wirket euer Heil aus. Philipper 2, 12. Wörtlich. Luther sagt, schaffet eure Seligkeit. Nein, nein, wirket euer Heil aus mit Furcht und Zittern gegen den besiegten Feind. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, auf junge Löwen und Drachen. Psalm 91, 13. Das ist doch ganz eindeutig. Sie haben ihn, den Teufel, überwunden durch das Lammesblut, Golgatha, durch das Wort ihres Zeugnisses, die Bibel, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Die Hingabe ihres Lebens an den Herrn. Also kann im Alten Testament der Fürst von Perserland, einer von den sieben Dämonenhäuptern, die für uns unsichtbar sind, er kann dem Sohne Gottes widerstehen. Ja, warum? Na, das ist noch vor Golgatha. Also kann der Teufel in der Versuchungsgeschichte ganz frech zum Sohne Gottes sagen, bete mich an. Ja, das war noch vor Golgatha. Nach Golgatha sieht die Welt anders aus. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Aus und vorbei. Jesus ist Sieger. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Kolosser 2, 15. Er hat die Fürstentümer und Gewalten öffentlich in Schau getragen und einen Triumph aus ihnen gemacht. Eindeutig. Also der Fürst von Perserland widersteht 21 Tage. Wir überspringen jetzt nach Vers 20. Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten in Perserland streiten. Aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Da haben wir es. Das persische Reich geht unter. Das gräuliche Bären-Dämonenhaupt geht vordergründig erstmal unter. Und jetzt kommt dieser vierköpfe griechische Leopard.
Das ist der Fürst von Griechenland, unsichtbare, dämonische Köpfe, Häupter mit Kronen. So wird der Satan gezeigt in Offenbarung 12, Vers 3. Dieser feuerrote Drache mit seinen 7 gekrönten Köpfen. Und einer davon ist der König von Perserland. Der andere davon ist der Fürst von Griechenland. Eindeutig. Was steht in Daniel 8? Wir schauen in den Hintergrund. Der Vorhang wird gelüftet in die unsichtbare Welt. Und das reicht uns. Dämonenfürsten stehen über Medo-Persien, Dämonenfürsten stehen über Griechenland, stehen über Rom, stehen über Amerika, stehen über Deutschland, über China, über Indien. Wenn man manchmal diese fürchterlichen Fratzen sieht, bei diesem indischen Tempel oder in Thailand, fürchterliche Fratzen, gräulich in Thailand, fürchterliche Dämonenfratzen, die da vor ihren Tempeln stehen. Na, wahrscheinlich haben die solche Erscheinungen gehabt. Das sind die Dämonen, die über diesen Ländern stehen. Afrika, wenn wir an die Schwarzen denken. Die Indianer in Amerika. Die Buschnäger in Australien. Tja, sie haben alle solche Dämonenfürsten über sich. Und darum ist das Evangelisieren so schwer. Weil diese Dämonenfürsten die Menschen festhalten wollen und festhalten können, weil die Menschen nicht von ihrer Sünde lassen. Würden die Menschen sofort Buße tun, sind die Sünden vergeben, verliert der Teufel an ihnen seine Macht, die Menschen bekehren sich zu Christus und es ist ein Einbruch geschehen in das Reich des Satans. Warum hat wohl Paulus so gelitten auf seiner ersten, zweiten, dritten Missionsreise? Weil er in das Satansreich eindringt, wo das Fürstenkopf, wo dieses gräuliche Fürstenhaupt von Rom über dem römischen Reiche stand. Und die anderen 6 Häupter sind ja schließlich auch noch da. Und sie kommen ja alle beim Antichristen wieder. Dieses Unti hat ja 7 Häupter. Die haben also in alttestamentlicher Zeit widerstanden, ja. In neutestamentlicher Zeit sind sie auch da. Aber jetzt befindet sich der Teufel in einem Zwei-Fronten-Krieg. In der unsichtbaren Welt, der Sohn Gottes hat den Teufel besiegt. In der sichtbaren Welt sind wir kleine Menschlein. Was tun wir? Wir beten. Was ist unser Beten? Unser Beten ist nach Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 ist unser Beten gerichtet gegen diese finsteren, unsichtbaren Mächte. Epheser Kapitel 6, die 7-teilige Waffenrüstung. Vers 14, Lendenwahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Beine gestiefelt, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes. Vers 18, betet in allem Anliegen. So, das sind die 7 Teile der Waffenrüstung. Dazu gehört das Gebet. Gegen wen wird gebetet? Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern Fürsten. Ach, Fürsten. Das steht doch in Daniel 8, der Fürst von Perserland, der Fürst von Griechenland. Mit Fürsten, Gewaltigen, mit den Herren der Welt, mit den Kosmokratoren, wie es wörtlich heißt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern, nicht unter dem Himmel. Hier steht Ep Uranois. Es steht 5 oder 6 Mal im Epheserbrief Ep Uranois. Wir sind versetzt, Epheser 2, Vers 6. Luther sagt es ins himmlische Wesen, Epura Neus, in die unsichtbare Himmelswelt. In der unsichtbaren Himmelswelt sind, lässt Gott es noch zu, sind noch diese Fürstentümer und Gewalten, diese bösen Geister. Wenn wir als Kinder des lebendigen Gottes in die unsichtbare Welt versetzt sind, wirkt unser Gebet in der unsichtbaren Welt einen Kampf gegen diese finsteren Mächte. Paulus sagt im Römerbrief, helft mir kämpfen im Beten. Steht wörtlich in der Bibel. Helft mir kämpfen im Beten. Der Herr hat den Satan besiegt, er ist zur Rechten Gottes. Wir leben im Fleisch auf der Erde, dem Geiste nach sind wir auch in die Himmelswelt versetzt. Wir beten und nun ist der Satan in einem Zweifrontenkrieg. Vom Himmel her Christus, wir von der Erde. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Er flieht oft nicht, wenn wir als Kinder Gottes unsere Sünde festhalten.
Leider. Ihr Lieben, das wisst ihr ganz klar und deutlich an dieser Stelle und in dieser Stunde sagen. Nun, Daniel Kapitel 10 ist uns sehr einsichtig geworden. 21 Tage hat dieser unsichtbare Dämonenfürst widerstanden. Dann lesen wir in Vers 20, wenn der Fürst von Perserland weg ist, kommt der Fürst von Griechenland. Vers 21, euer Fürst Michael hilft mir. Michael, der für das Volk Israel streitet, steht dem Sohne Gottes vor Golgatha zur Seite. Nach Golgatha sieht die Welt anders aus. Da ist der Satan besiegt. Denn ich stand ihm auch bei im ersten Jahr des Darius, des Medes, dass ich ihm hülfe und ihn stärke, und ich will dir anzeigen, interessant, das geht jetzt gleich in Kapitel 11 über, was geschehen soll. Siehe, es werden drei Könige in Persien aufstehen. Naja, können Sie jetzt noch einmal aufzählen, ich habe eben schon gelesen. Der vierte wird größer an Reichtum sein. Wir sparen uns jetzt die ganzen Namen von den Perserkönigen, die regiert haben. Dann, wenn das am mächtigsten ist, wird Griechenland kommen. Das ist also bei Darius dem Dritten, 333 vor Christus. Jetzt heißt es, danach wird ein mächtiger König aufstehen, mit großer Macht herrschen. Was er will, wird er aufrichten. Wenn er aufs Höchste gekommen ist, wird sein Reich zerbrechen. Im Jahre 333 ist Persien vorbei. Es geht unter. Sich in alle Winde des Himmels zerstreuen. Sie sehen also, Persien geht unter, Griechenland kommt. Das wird alles noch einmal jetzt aufgezählt. Und jetzt kommt eben in Kapitel 11 des Propheten Daniel die Beschreibung. Persien geht unter, Griechenland kommt. Griechenland zerfällt in vier Teile. Griechenland zerfällt in vier Teile. Und jetzt heiraten sie untereinander. Vers 6, Vers 7. Sie kämpfen gegeneinander. Der König von Mittag wird genannt. Es wird Vers 8 nach Ägypten weggeführt. Der König gegen Mitternacht wird wohl stehen bleiben. Norden, Süden, Ägypten. Hier wird dieses ganze Gebiet der 300 Jahre, wo Griechenland anfängt, bis die Römer kommen, beschrieben, wie die sich in dieser Zeit untereinander bekämpfen. Aber Lieben, das ist jetzt in Kapitel 11 gar nicht mal das Entscheidende, sondern hier ist das Entscheidende, diese ganze lange Beschreibung, hier ist das Entscheidende dieser Beschreibung, dass, Moment, das steht jetzt weiter, jetzt kommt noch die Geschichte von diesem Antiochus Epiphanes, das beginnt in Vers 21, das ist dieser freche König. Und dann lesen wir in Vers 36, es kommt eigentlich der Schlüssel, warum das hier so lang beschrieben wird, wie diese vier Dämonenhäupter von den griechischen Leoparden sich gegenseitig so bekämpft haben. Vers 36, und der König wird tun, was er will. Er wird sie erheben und aufwerfen, wieder alles, was Gott ist. Und wieder den Gott aller Götter wird er greulich reden. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder Frauenliebe noch irgendeines Gottes achten, denn er wird sich wieder alles aufwerfen. Da haben sie wieder, was dieser Antiochus Epiphanes sein soll, der hier von Vers 21 an in vielen langen Versen beschrieben wird. Was hier geschrieben steht, ist letzten Endes auf den letzten König, den Antichristen, gedeutet. Vers 36 erhebt sich über alles, steht im 2. Thessalonicher Brief. Wieder alles, was Gott ist, steht im 2. Thessalonicher Brief. Er wird greulich reden, das steht in Offenbarung Kapitel 13. Wir können ja ganz schnell mal die Worte miteinander vergleichen, wenn Sie Ihren Finger dazwischen legen. So haben Sie genau die Beschreibung im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4, Widersacher, erhebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst ist. Daniel 11, Vers 36, erhebt sich und wirft sich auf wieder alles, was Gott ist.
Das ist der Antichrist. Sie haben sie also in Kapitel 8, Kapitel 10 und 11 in der Beschreibung dieser Weltmächte, die damals eine gegen den anderen oder untereinander gekämpft haben. Der eine kommt, der andere geht, der andere wird vernichtet, der andere sieht. Haben sie nichts anderes als eine Fernprophetie auf den Antichristen, der sich überhebt über alles, der sich in den Tempel Gottes setzt, deswegen wird der Tempel in Jerusalem gebaut werden. Das ist das Geheimnis der Bosheit, Vers 7. Vers 8, der Boshafte wird umgebracht durch den Herrn. Der Herr bringt ihn um mit dem Hauch seines Mundes. Und der Boshafte hat eine Zukunft, Vers 9. Mit Wirkung des Satans, mit allen lügenhaften Kräften, Zeichen und Wundern. In diese fürchterliche Zeit gehen wir hinein. Mit aller Verführung, die verloren werden, dass sie die Liebe nicht so weit nicht angenommen haben. Vers 11, Gott schickt ihnen kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Wir aber sollen Gott alle Zeit danken um euch vom Herrn, geliebte Brüder, von Gott erwählt, von Anfang zur Seligkeit. Da haben sie den Unterschied. Die kräftigen Irrtümer sendet er nicht in seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist auch vom Antichristen unüberwindlich. Der Antichrist setzt sich niemals in die Leibesgemeinde Jesu, niemals. Sondern, Vers 13, ihr seid von Gott erwählt von Anfang. Die kräftigen Irrtümer mit dem Antichristen bekommen die, Vers 10 und 11, die verloren werden, dass sie glauben der Lüge und die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und ich wiederhole noch einmal, was wir gestern hörten, Vers 6 und 7, was es auffällt, wisset ihr? Wer dir es auffällt, muss hinweggetan werden. Das kann nur der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu sein. Und morgen Abend werden wir hören, bei den 70-Jahr-Wochen, dass eine Woche extra ist. Eine Woche sind sieben Tage sind gleich 7 Jahre. Wieso und warum und weshalb die Gemeinde Jesu Christi weder bei Daniel genannt wird, noch in Matthäus 24, noch in der Offenbarung. Jedenfalls in der Offenbarung 13. Obwohl da auch etwas von den Heiligen, von der Geduld und von dem Glauben der Heiligen steht. Warum? Na, diese Jahrwoche bei Daniel 9, Daniel sah keine Gemeinde. Diese 7 Jahre beim Antichristen, wir wissen nicht, wie weit die Gemeinde in die antichristliche Zeit hineinkommt. Aber wir wissen, dass Daniel, Matthäus, Offenbarung nicht in der Weise die Gemeinde meinen. Sie müssen immer bedenken, wenn Sie sich das Bild hier anschauen, als der Befehl ausgeht, wie in kümmerlicher Zeit, dass die Gassen Jerusalems wieder gebaut werden, die Mauer Jerusalems und der Nehemia. Im 20. Jahr dieses Königs, wird mit Namen genannt, man kann nur das Buch Nehemia durchlesen, 445 vor Christus. Manche meinen 451, spielt keine Rolle. So. Dann geht der Befehl aus, dann kommen die ersten 69 Jahrwochen, dann wird der Gesalbte ausgerottet, der Gesalbte wird an das Kreuz genagelt, der Gesalbte heißt Christus und dann bis zum Ende der Streites wird es wüst bleiben, Jerusalem bleibt fast 2000 Jahre wüst. Und dann kommt plötzlich ganz am Ende die eine Woche, hier steht 2 mal 3,5 Jahre. Und dazwischen ist eben die Gemeinde. Wir werden hören, wann könnte die Gemeinde entrückt werden. Wir wissen ja nicht, wann die Gemeinde entrückt wird. Das weiß ja niemand. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Aber wir können es in einer gewissen Art und Weise umschreiben und können sagen, so oder so könnte es sein. Aber Jahr und Minute genau wissen wir nicht. Im Jahr 2000 wissen wir nicht. 1991 wissen wir nicht. 2006 wissen wir nicht. Viele rechnen ja damit, dass bald die Entrückung sein wird. Wir rechnen auch damit, dass die Entrückung sein wird. Und dann sagt man 2000 Jahre ohne Gesetz, 2000 Jahre unter Gesetz, 2000 Jahre Gnadenzeit, 1000 Jahre Friedensreich, sind 7 Jahrtausende. Schön. Also muss bis zum Jahre 2000 die Entrückung stattgefunden haben. Nach dieser Rechnung. Muss. Ihr Lieben, ich würde hier etwas vorsichtig sein. Wir dürfen nicht unser kleinkariertes Denken auf Gott übertragen. Die Entrückung kann heute Nacht sein. Die Entrückung kann auch
sein, wenn wir das schon im Jahre 2000 sind. Überlegen Sie mal, wir haben nur noch 8,5 Jahre. Wir haben ja nicht mal mehr 9 Jahre. Überlegen Sie sich das mal. Wie nah wir am Jahr 2000 sind. Wie schnell vergehen 8 oder 9 Jahre. Denken Sie nur an die letzten 8 oder 9 Jahre, wie schnell die vergangen sind. Wenn der Herr vorkommt, sind wir bereit. Wenn der Herr später kommt, wir können ihm doch das nicht vorschreiben. Nun möchte ich Daniel Kapitel 11 abschließen. Passen Sie auf. Kapitel 11, 36, 37. Das ist der, sich über alles erhebt. Vers 41 geht es wieder um das werte Land. Vers 45 geht es um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende wird. Na, damals mit dem gräulichen Griechen-Syrer-König Antiochus. Dann in der Zukunft mit dem Antichristen. Und jetzt kommt's. Kapitel 12, ein zu derselben Zeit. Wann? Na, wenn das alles ist, was in Kapitel 10 und 11 beschrieben wird. Zu derselben Zeit, wann? Na, die Prophetie von Daniel 7, von Daniel 8, von Daniel 9, von Daniel 10 und 11 zeigt in die Zeit des Antichristen. Zu derselben Zeit hier, wenn der Antichrist auftreten wird. Was hier geweissagt ist vor Christus, erfüllt sich. Zu derselben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird so eine Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Menschen auf Erden waren. Matthäus 24, 21 wiederholt der Heiland wörtlich diesen Vers. Ja, das ist in der antichristlichen Zeit. Dann ist diese Trübsal. Also haben wir Daniel 7 bis Daniel 12. Eigentlich, gut, das hat sich ja alles vorerfüllt in diesen vier Weltreichen. Aber letzten Endes ist es eine Fernprophetie in die Zeit hinein, wo der Antichrist kommt, wo Israel gesammelt wird. Und wenn Israel gesammelt wird, geht es mit der Gemeinde Jesu heimwärts. Es ist unsere Zeit. Zu derselben Zeit, Daniel 12, Vers 1, ist heute. Ist mindestens die letzten 40 Jahre, seit es einen Staat Israel gibt. Ist mindestens in diesem Jahrhundert, mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, was da für eine Veränderung kommt. Die Vereinigten Staaten von Europa bilden sie im Westen, die arabischen Länder im Orient, die bilden zusammen das Kernterritorium des antichristlichen Reiches. Von dort aus wird der Antichrist über die ganze Welt herrschen und zu derselben Zeit, da wird der Antichrist auftreten. Gott sei Dank. Nur 2x3,5 Jahre. Und heute leben wir in den Vorwehen dieser antichristlichen Zeit. Wenn Gog von Magog kommt, Dritter Weltkrieg kommt, na, da kommen wir wieder einen Ruck näher in die Zeit hinein, wo der Antichrist in seiner Person und in seinem Reich auftreten wird. Und zu derselben Zeit, heute, müssen wir bereit sein, wenn unser Herr kommt. Wohl dem, der bereit ist, unser Herr kommt bald.